Das Wort hat jetzt die Kollegin Dr. Rosemarie Hein für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, um es gleich am Anfang zu sagen, die weitere Auseinandersetzung mit der Geschichte ist für Die Linke, und zwar gerade wegen ihrer eigenen Geschichte, unverzichtbar. Die Aufarbeitung von Geschichte ist nämlich nicht nur wichtig für die, die in der Zeit der DDR Nachteile erlitten und Unrecht erlebt haben und deshalb Genugtuung erwarten und zu Recht auch Rehabilitation einfordern. Sie ist dafür diejenigen wichtig, die in irgendeiner Weise Verantwortung für erlittenes Unrecht tragen oder gar selbst Schuld auf sich geladen haben. Denn wer nicht bereit und in der Lage ist, Lehren aus der Geschichte zu ziehen, läuft Gefahr, sie zu wiederholen. Das wollen wir nicht. Und deshalb ist uns an einer ehrlichen Aufarbeitung gelegen. Die Linke befürwortet eine tiefgreifende und differenzierte Aufarbeitung von DDR-Unrecht und die Anerkennung des durch dieses Unrecht zugefügten Leids und, soweit das überhaupt geht, auch eine Wiedergutmachung. Und insofern habe ich großen Respekt vor den Erfahrungen, die Menschen, wie Wolfgang Thierse das vorhin gesagt haben, solche Sachen erlebt haben. Und große Achtung vor ihnen. Opfer der Staatssicherheit müssen darum, und da führt kein Weg dran vorbei, dauerhaft ein Recht auf Akteneinsicht haben. Dennoch werden wir diesen Gesetzentwurf ablehnen, und ich möchte versuchen, ihn zu begründen, warum. Unsere Ablehnungsgründe werden durch mehrere Gutachten von Sachverständigen gestützt, die hier im Bundestag angehört wurden. Zum Ersten. Gleich mehrere Sachverständige kritisieren, dass sie die Geltungsdauer des Gesetzes nunmehr bis zum Jahre 2019 ausweiten wollen. Dadurch wird die Überprüfungspraxis für Wahlämter und Mandate sowie für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst mit allen Folgen für die Betroffenen auf 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ausgedehnt. Damit gehen sie weit über die üblichen strafrechtlichen Verjährungsfristen hinaus, und wir halten das für unangemessen. Das ist ja das Problem. Es ist nicht mal ein Strafrecht, es ist ein moralisches Recht. Das werten Sie höher als ein Strafrecht. Und das ist das Problem dabei. Wir gehen dagegen davon aus, Sie offensichtlich nicht, dass Menschen, auch jenen, die Schuld auf sich geladen haben, zugestanden werden muss, dass sie in den letzten 20 Jahren dazugelernt haben, dass sie gewissermaßen sich in der Demokratie bewährt haben. Und ich finde, man sollte das dann auch anerkennen. Sie wollen Ehrlichkeit, wir auch. Für mich wäre dann aber wichtig, wie sich offizielle und inoffizielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatssicherheit heute zu ihrer Verantwortung von damals stellen. Das aber erfahren Sie nicht durch eine derartige Überprüfungspraxis. So werden der gesellschaftliche Dialog und die notwendige gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Unrecht nicht befördert, sondern eher behindert. Ein zweiter Grund. Sie erweitern den Personenkreis der Regelüberprüfung künftig auf alle leitenden Beschäftigungen bis zur Entgeltgruppe A9 bzw. E9 hinunter. Und sie weiten sie außerdem auf Wahlämter wie zum Beispiel Ortsbürgermeister oder Aufsichtsräte in öffentlichen Unternehmen. Alle die sollen künftig ohne Anlass überprüft werden, wenn es nach ihrem Gesetzentwurf ging. Auch das können wir nicht nachvollziehen. In einem Gutachten von Professor Weberling wird das berechtigte Interesse betont, zu wissen, wen man wählt und wer für ein öffentliches Amt tauglich ist. Ich verstehe das. Aber Regelüberprüfungen finden immer nach der Wahl statt und Mitarbeiter und Angestellte im öffentlichen Dienst werden nicht gewählt. Und insofern stimmt das nicht, das erreichen Sie über diesen Weg nicht. Und 20 Jahre nach der Wiedervereinigung sehen sich eben leider noch viele noch nicht in der Lage, eine Verstrickung oder gar Schuld öffentlich zu bekennen, weil dieses Bekenntnis noch heute mit dem Verlust des Arbeitsplatzes enden kann und damit auch eine existenzielle Bedrohung bedeutet. Eine offene und öffentliche Auseinandersetzung über Schuld und Verantwortung
Ein gesellschaftlicher Dialog darüber ist so nicht zu führen. Er bedarf einer anderen gesellschaftlichen Atmosphäre, und die schaffen Sie mit diesem Gesetz nicht. Ein dritter Grund. Sie haben mit dem § 37a eine besondere rechtliche Regelung für eine sehr kleine Personengruppe geschaffen, die seit 20 Jahren in der Stasi-Unterlagenbehörde arbeitet und offensichtlich das zuverlässig, sonst hätte es ja andere arbeitsrechtliche Möglichkeiten gegeben. Ihre frühere Mitarbeit im Ministerium für Staatssicherheit war bekannt, immer bekannt, und es gibt aus unserer Sicht auch heute keinen Grund, eine Versetzung in andere Behörden sozusagen per Gesetz zu verordnen. Wir halten das für verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Meine Damen und Herren, 20 Jahre nach der Wiedervereinigung wäre es eigentlich Zeit, Frau Philipp, die Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit in das Bundesarchiv einzugliedern, so wie das ursprünglich auch beabsichtigt war. Eben nicht versenken, Herr Wieland. Eine umfassende Aufarbeitung von Geschichte bedarf nämlich nicht nur des Zugangs zu den Unterlagen der Staatssicherheit, sondern auch zu denen der Parteien und Massenorganisationen sowie des Staatsapparates. Die aber liegen schon dort. Und eine Zusammenführung der Archivbestände könnte eine wissenschaftliche Aufarbeitung erleichtern und würde sie nicht erschweren. Schon jetzt steht ja im Gesetz drin, dass dieser Übergriff, dieser Zugriff auf diese Akten ermöglicht werden soll. Und den Zugang für die Opfer müsste man deswegen nicht erschweren. Im Gegenteil, man könnte das sogar im Gesetz festschreiben, dass es ein lebenslanges Recht gibt, in diese Unterlagen einzusehen. Wir bitten Sie nachdrücklich, über eine solche Zusammenführung der Archivbestände in absehbarer Zukunft nachzudenken. Es würde den notwendigen gesellschaftlichen Dialog befördern, nicht verhindern. Und eine Schlussstrichmentalität wäre das auch nicht. Zum Änderungsantrag von Bündnis 90 Die Grünen und SPD möchte ich noch sagen, dass wir zwar mit Ihnen übereinstimmen in der Streichung des § 37a, und wir respektieren auch, dass Sie zumindest die anlasslosen Überprüfungen wieder zurücknehmen wollen. Dennoch würden wir mit einer Zustimmung zu Ihrem Antrag auch der Ausweitung der Fristen zustimmen. Und das können wir nicht, deshalb wollen wir uns bei Ihrem Antrag enthalten. Für Bündnis